Wir sind mal wieder in der Rancho del Arrojo unterwegs, Alter. Rancho del Arrojo, der Rancho del Arroyo, Alden. So, jetzt haben wir's. Und zwar mit dem Bogen. So, wir waren ja zuletzt schön mit dem Bogen unterwegs. Und das machen wir natürlich noch weiter, denn wir brauchen noch ein paar Skillpoints. Und es macht auch einfach übelst Bock. So, ich habe mittlerweile alles ausgerüstet, beziehungsweise mir alles zusammengepackt. Und wir rüsten das Ganze nochmal eben aus. Nach wie vor renne ich hier mit diesem Bogen rum. Wir brauchen nur zweierlei Arten von Munition. Ganz klein und Missel. Ich fange mal mit dem mittleren hier an. Die lassen wir mal schön drin. Und dann gehen wir weiter mit dem Visier. Das ist nach wie vor das Visier mit dem Entfernungsmesser mit drin. Mega geil. Also das Visier macht das Bogenschießen deutlich einfacher. Brunftschrei mexikanischer Rotluchs, aber fast in unserem Mief drinne. Ziemlich genau sogar in unserem Mief drinne. Naja, der brunftet nicht mehr lange. Gleich sagt er Alarm. Den lassen wir da einfach stehen. Lockmittel. Wir haben gar nicht so viel Auswahl an oder brauchen gar nicht so viel, denn die Tiere sind hier von 1 bis 6. Wildschwein haben wir dabei, wir haben die Truthähne dabei, da müssen wir mal gucken, wir haben hier die Räuber, so, was haben wir noch, Truthahn, und ja, das war es dann auch schon fast, genau, Truthahn, die Pfeife, und dann haben wir jetzt drei Möglichkeiten für das Rumgeblöcke, Maultierhirsch. Und dann haben wir hier noch Weißwedelhirsch. Das sind zwei Lockmittel für den Weißwedel. Weißwedel sind ja immer hier sehr dankbar und recht viele auch unterwegs. Das heißt, die nehmen wir natürlich gerne mit. Und ausrüsten tun wir natürlich auch noch. Genau, den Geruchsneutralisierer habe ich schon. Da hole ich mir aber nochmal ein Pack. Und wir haben noch den Hochsitz dabei. Falls wir uns mal auf dieser weitläufigen Ebene mal ein wenig absetzen wollen von der Landschaft und mal ein bisschen höher hinaus wollen, dann setzen wir uns da drauf. Also noch den Duft hier, Neutralisierer holen und dann legen wir los. Immer noch der Mexikanische. Immer noch am Rumpfauchen hier. Und mittlerweile ist er weiter in Richtung Osten gegangen. Vielleicht sollten wir es doch mal probieren. Wenn ich so einen kleinen Bogen laufe und selber jetzt hier hochgehe, wäre doch ein ganz netter erster Schuss. Mexikanischer Rotluchs würde mir schon schmecken, ey. Ich mache mich mal so ein bisschen in die Richtung auf. Obwohl ich ja eigentlich, ja, genau in die andere Richtung wollte. Wobei, hier unten war ich auch noch nicht, ne? Jetzt, wo ich es gerade sehe. Das wäre halt genau die Richtung vom Mief. Ne, das können wir nicht machen. Da laufe ich ja die ganze Zeit konstant in den Mief hinein. Was sagt eigentlich die Uhrzeit? Bevor ich hier gleich Stunden rum... Wir haben sogar schon die Abendstunden. Ich guck mal eben nach dem Rotluchs. Vielleicht kriegen wir da ja irgendwas zu Gesicht. Und ansonsten schlafen wir gleich mal eben eine Runde. Und machen uns dann in den Morgenstunden auf die Socken. Macht ein bisschen mehr Sinn, ne? So, nochmal ganz normal hier hochtrappern. Ich bin da jetzt auch nicht wirklich großartig vorsichtig. Die sind zwar, ich sag mal, so medium schreckhaft, die Tiere. Aber... Vor allem sind sie ganz gut getarnt immer. Die laufen so geduckt hier durch die Gegend. Deswegen sieht man die halt bei den ganzen Büschen so schlecht. Na siehst du, und dann meldet er sich doch nochmal extra für mich hier. Brunftschrei, da ganz hinten ist er. 150 Meter circa entfernt. Wir versuchen es einfach mal, ihn ein bisschen zu callen. Und da kommt er tatsächlich, Alter, ich werde wieder weich. Level 5. Oh, Alter, jetzt muss ich mich aber erstmal verstecken hier irgendwo. Ich brauche ja eine Deckung. Das ist ja geil. Ich habe mich gerade noch mal ein bisschen umgeguckt. Nicht, dass gleich hinter mir einer auftaucht. Da kommt er direkt von vorne. Perfekt. So,
So, hier wären wir schon so gut wie unsichtbar. Jetzt machen wir natürlich noch den Geruchsneutralisierer drauf. So, jetzt wirkt er auch. Tja, und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir den Lümmel hier auch noch näher ranbekommen in Schussreichweite. Sonst wird er natürlich nichts. Wo ist er hin? Hat er sich wieder verdrückt? Da ist er. Alter, genau hinter so einer Nische, hinter so einer Ecke hier. Krass. Ja, cool. Also, Bogen ist eigentlich startklar. Wir haben die richtige Munition schon eingelegt. Wir müssen jetzt mal gucken, ab welcher Entfernung es irgendwie interessant ist. Hier vorne 60 Meter ungefähr. Da sollte das doch schon gut funktionieren. Abgebrochen. So, jetzt tappert er hier rein, aber kommt jetzt in unser Mief. Jetzt wird's gefährlich. Also, auf 60 Meter genullt. Das sieht nicht so ganz gut aus. Ich glaube, ich habe den Kopf getroffen oder sowas. Das sieht nicht gut aus. Das sieht leider nicht gut aus, Kollege. Tut mir ja echt leid ein bisschen. Wow. Und da callen wir natürlich. Und das ist genau das, was ich gerade sagte. Ich call da oben, gucke die ganze Zeit in eine Richtung. Was passiert hinter uns? Die werden ja auch gelockt. Und wer weiß, was da hinter uns war. Und jetzt sehen wir es, der Kojote war da. Ich call und ich drehe mich erstmal wieder um und jetzt gucken wir kurz nach dem Kojoten. Und dann gehen wir natürlich da nochmal hin und gucken, ob wir nicht auch den Kojoten kriegen. Wir können ja immer noch den Rotluchs mitnehmen. Der liegt da ja noch ein bisschen länger, ne? So, jetzt kommen wir hier langsam schon bisschen besser in die Übersicht. Die Frage ist, wo genau hat er gecallt? Eher hier rechts unten. Right! Direkt vor der Nase! Nein! Nein, daneben! Kannst ja nicht ausdenken, Alter. Komm, mach mal locker hier, Coyote, ey. Auf 100 Meter da unten, oder was? Da unten ist er. Stufe 6 schwer, ja, ist klar. Merke ich gar nicht. Und zweimal daneben gejubelt. Heieieiei, ey. Gott, der ist weg. Mexikanischer Rotluchs. Kommen wir zurück zu dem ersten geschossenen. Oha. Guck mal hier, knapp dran vorbei und nur die Hüfte oben getroffen. Hellbraune Färbung, Bronzewertung, leider keine lebenswichtigen Organe. 22, also wäre auch eh unter, knapp unter Gold gewesen. Schade. Trotz allem schöner, ja, schönes Tier, aber nicht so ganz praktisch getroffen. Da müssen wir vielleicht nächstes Mal noch ein bisschen mehr üben. Ist das schon wieder unnormal laut, Alter? Ich glaube, es ist schon wieder unnormal laut, ne? So, muss, glaube ich, besser. Also, wie gesagt, ausruhen und dann machen wir uns gleich auf die Socken. 5.23 Uhr und es geht los. Wir gehen schön dem Wind entgegen Richtung Norden wieder. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir hier an dem Gewässer ein bisschen was entdecken können. Wir waren ja beim letzten Mal schon grob auch hier in dieser Area. Und ja, da wird sich doch irgendwo noch was zeigen, oder? Oh, was haben wir denn hier vorne?
Eine große Area. Mit ganz vielen Schlafplätzen. Halsband-Pikari, eine Gruppe von 8 Tieren. Nicht schlecht. Bedürfnisgebiet Ruhen zwischen 3 und 7 Uhr. Okay. Ja, die würden natürlich auch richtig gut reinpassen jetzt. Gerade mit dem Bogen passt das doch ganz gut. Ich meine, wir waren ja jetzt zuletzt auch mal mit der fetten Schrotflinte und der Slug-Munition. Auch das ist ja unnormal. Und ich muss echt sagen, für den Spaßfaktor grandios. Also wirklich gut. Aber auch das war schon, guck mal da hinten. Auch das war schon nicht so easy. Denn selbst mit der Schrotflinte kommt man halt nicht so ganz nah dran, ne? Das ist doch hier nicht ein Kojote, das ist doch ein Rotluchs. Da kommt ein Rotluchs an auf 250. Gucken wir mal, was er ist, wie er vom Level ist. Ich kann ihn noch gar nicht markieren hier, ey. Was ist denn da los? Jetzt. Stufe 3, umherziehend. Ja, da suchen wir uns doch mal eine Area. Beziehungsweise, weißt du was, ich probiere es mal aus. Mit dem Hochsitz. 250 Meter entfernt, ob wir ihn damit jetzt verjagen oder nicht. Ich hoffe natürlich nicht. So, mal ein bisschen drehen. Er faucht jetzt schon rum, Alter. Kannst du dir nicht ausdenken. Na komm, platzier doch das Ding in hier. Ist doch ein gerader Untergrund. Auf was war das denn hier? Dass da ein Stein unbedingt dran ist? Das ist auch manchmal so weg, das Ding hier, ne? Jetzt guck dir das mal an. Wo ist denn jetzt das Problem, dass das hier nicht stehen kann? Ne? So, jetzt aber hier. Da ist er. Und wir callen mal ein bisschen. Und ich glaube, er eilt relativ schnell in unsere Richtung. Kann das sein? Hier, da war doch gerade noch ein bisschen was zu sehen. Das Schöne ist einfach, auf diesem Hochsitz sind wir recht unsichtbar. Das ist einfach der gewaltige Vorteil von diesem Hochsitz. Nicht hundertprozentig, aber wirklich sehr gut getarnt. Und deswegen kann man das echt mal wirklich verwenden, das Teil. Ich glaube auch gerade fürs Bogenschießen gar nicht so schlecht, ne? So vom Winkel. Da. Siehst du, da ist er doch. Ja, wenn er jetzt weiter in die Richtung rennt, wird es langsam brenzlig. Allzu weit sollte er jetzt hier nicht rumrennen. Aber ich glaube, das passt noch ganz gut, wenn er jetzt Stück für Stück näher kommt. Na, das hätte ich ja fast gar nicht gedacht, dass wir heute hier auf mexikanischen Rotluchs irgendwie treffen. Das ist doch cool. Ich renne ja immer blind los. Wie man eben auch normal im Game losrennt und sich denkt, alles klar, was geht denn heute? Und das Einzige, was halt immer ein Faktor ist, ist halt der Wind. Und dass ich mir denke, okay, wo könnte man noch hin, wo war ich noch nicht? Na, guck mal da. Auch da ein Coyote, Stufe 5. Ganz nah. Ei. Direkt hier vorne, 20, 27 Meter. Wieso zur Hölle treffe ich denn jedes Mal irgendwie so mies den Kopf oder sowas? Okay, er liegt. Heiligs Blechle, kannst du dir ja nicht ausdenken, ey. Das war auf jeden Fall nicht dahin geaimt, aber ich sehe es gerade, der Wind. Nee, der Wind kommt von da. Aber ich habe deutlich weiter rechts getroffen. Das ist uncool, ey. Guck
Gucken wir mal, ob wir den Kojoten noch irgendwie hier rangelockt bekommen. Ich weiß echt nicht, warum der verschreckt ist oder so. Oder der war verschreckt, das kann natürlich sein. Vielleicht lag, war der schon hier in der Nähe. Und während ich diesen Hocker hier aufgestellt habe, den Tripod, währenddessen wurde er dann verschreckt. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Und seitdem ist er dann natürlich verschreckt und vorsichtig und ja, bellt hier rum. Verständlich. Ja, ziemlich genau auf 300 Meter, ne? Der Wind hat sich einigermaßen gedreht. Das heißt, der Nordwesten ist jetzt gerade tabu für uns. Und wir haben höchstens noch die Chance, in Richtung Westen zu gehen. Oder vielleicht tatsächlich doch nochmal nach hier unten. Und ich glaube, wir nutzen die Chance und gehen einfach mal in Richtung Süden. So, den Rotluchs nehmen wir natürlich vorher noch mit. Wo haben wir getroffen? Eieiei, ich sage dir, ey, mitten ins Gesicht. 20er Wertung, Trophäe beschädigt. Eieiei. Ach ja, ey. Rancho del Arrojo. Einfach eine der geilsten Maps. Ey. Mega cool gemacht. Auch von den Tieren her alles nicht so ganz gewaltig groß. Und man kann einfach mega weit gucken. Sehr, sehr, sehr cool. Trotz allem sind die Tiere eben in diesen ganzen kleinen Gebüschen und Gestrüppen hier gut getarnt. Immer wieder eine coole Challenge. Ja, unser Ziel jetzt ungefähr 1 Kilometer weit vor uns. Da unten ist es. Es ist eine neue Area, wo wir noch gar nicht waren. Ich bin gespannt, ob wir da andere Tiere entdecken. Oh, hier vorne ist sogar irgendwas. Bisher einfach nur viel nichts. Nur ein paar Schweine gerade zu hören, allerdings in der verkehrten Richtung. Ja, ich mache erstmal wieder ein bisschen Strecke, ne? Paar direkt vor uns Hase, Alter. Drohendes Klopfen, 1 Meter. Okay, bevor ich da jetzt die Pfeile tausche für die ganz kleinen, muss ich erst doch nochmal vielleicht einen sehen. Ich schleiche mich mal so ein bisschen näher ran. Tja, nicht schlecht. Ringfasanspuren sind hier auch. Dann haben wir hier vorne ganz viele Bereiche. Vielleicht ist das sogar schon die Area der Hasen. Wow! Direkt vor der Nase, 11 Meter. Er will mich komplett verkohlen, Alter. Er will mich einfach komplett verkohlen. Auf 11 Meter will er mich verkohlen. Alter, ich bin mitten im Hasengebiet. Das ist ja krass. Ich bin einfach mittendrin. Wow. Es gab sonst noch nicht viel drohendes Klopfen oder so. Jetzt war natürlich der Schuss, der eben auch wirklich als Schuss zählt. Silberwertung. Ja, gut getroffen. Weiblich, braun, hellbraun. Nicht schlecht. Mitgenommen. So, da geht aber bestimmt noch mehr, oder? Also rechts war noch was. Und links ist ja auch direkt noch einer abgehauen. Bam.
Also, wir gucken uns erstmal noch ein bisschen um hier. Ich höre Fasane irgendwo. Irgendwo gockelt ein Fasan. Das wäre auch cool mit dem Bogen. Das würde mir auch wirklich schmecken. Fasan mit dem Bogen. Das ist aber mal anders wild, ey. Fasan mit einem Bogen. Nächste Challenge für die Community. Wenn du Bock hast, bei den ganzen Challenges mitzumachen, unten drunter ist der Link zum Discord und da werden dann die ganzen Challenges immer gepostet. Fasan mit dem Bogen im Flug die weiteste Entfernung gewinnt. Fasan mit dem Bogen im Flug die weiteste Entfernung gewinnt die Challenge. Ich bin gespannt. Alter. Das Schlimme ist, jetzt muss ich das ja selber auch noch, jetzt muss ich auch noch vorlegen hier am besten. Verdorre ich noch mal. Heiligs Blechle, ja, wenn er auf sowas, da muss er aber auch. Aber es wird wohl schon gehen. Das wird schon wohl gehen. Das wird schon wohl gehen. Muss ja gehen. So, irgendwo hier waren noch die Hasen und irgendwo hier war noch ein Fasan. Warnruf Fasan. Danke, Fasan. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Warnruf Fasan. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Hinrennen, aufscheuchen, hinterher schießen. Hinschleichen, aufscheuchen, hinterher. Ich glaube, hinschleichen ist besser, ne? Ich würde sagen, hingehen. Ballermann parat machen und runterschießen. Okay, vorne rennen sie rum. Hier vorne rennen sie irgendwo rum. Die Challenge wird es wirklich da hinten. Ei, 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 ei. Die Challenge wird es natürlich sein. Die überhaupt ins Fliegen zu kriegen. Das sind 50 Meter. Sag mal, sind die so dusselig und fliegen gar nicht los, oder was? Sind sie? Okay, den habe ich gerade einfach weggenagelt. Jetzt renne ich auf den anderen halt los. Und hoffe, er fliegt gleich irgendwann mal los. Oh, warte mal, habe ich den getroffen? Glaube nicht. Zack, da habe ich ihn. Jawohl. Ja. Aber damit haben wir doch den ersten für die Challenge am Flügel getroffen. Alter. Auf, da müssen wir erstmal festhalten natürlich jetzt, alles amtlich. Kommt natürlich so mit dem Screenshot dann auch in Discord rein. Also, auf einer Entfernung aus dem Flug oder im Flug.
Von 34, 33. Getroffen, mit dem Bogen, alles maßig, alles soweit okay. Jetzt du. Weidmanns Heil, ihr Lümmels, wenn das Ganze gefallen hat, gerne den Kanal abonnieren, einen Daumen da lassen und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Weidmanns Heil.